Ja, und willkommen zurück bei 7 Days to Die. Passend zum Morgen des neuen Tages, vom Tag 11 jetzt schon. Ja, viel gespielt haben wir auf jeden Fall. Letzte Folge haben wir, nein, ist nicht die letzte Folge, sondern in der letzten Folge haben wir hier ein bisschen ausgebaut. Ich bin mir noch gerade so am Überlegen, ob wir das weitermachen sollen oder nicht einfach noch mal ein bisschen mehr die Map erkunden. Wie ihr natürlich gehe mal davon aus, dass ihr die anderen Folgen auch gesehen habt, haben wir hier diese Stadt gefunden, diese Riesenstadt, und da gab es natürlich auch jede Menge zu finden. Und jetzt weiß ich noch nicht so ganz, ich überlege mir das gerade in den nächsten Minuten, inwiefern wir da weiter erkunden sollen oder aber diesen Keller hier weiter ausbauen. Ich tendiere gerade dazu, dass wir einfach uns ein paar Steine mitnehmen. Und schon kriege ich hier Nachrichten, da gibt es ja gar nicht. Immer wenn ich aufnehme, kommen Nachrichten. Die wollen mich ärgern. Nein, wir können uns ein paar Stones mitnehmen und einfach mal hier durch die Stadt laufen. Und uns dann einfach mal nach unten graben, damit wir so einen kleinen Unterschlupf haben für die Nacht. Dann nehmen wir uns am besten noch ein paar Kisten mit. Und verlassen das hier erstmal für so 2-3 Tage. Dass wir auf jeden Fall mal so ein bisschen mehr Action haben hier drin. Da bräuchten wir natürlich auch Essen, aber das sollten wir eigentlich auf dem Weg finden. Ich guck mal gerade, Pickaxe haben wir gar nicht mehr. Die müssten wir uns dann auch eben craften. Wir haben ja genug Barren in der letzten Folge gemacht. Das heißt, wir craften uns jetzt mal gerade schnell eine Pickaxe. Und dann schnallen wir uns hier einen Rucksack um. Und gehen mal auf eine kleine Wandertour. So, wo haben wir denn jetzt hier die Pickaxe? Da haben wir die Pickaxe. Die craften wir uns ganz schnell. Und dann sollten wir eigentlich, genau, Short Iron Pipe nehmen wir auch mit. Dann können wir uns nämlich da auch direkt einen Ofen bauen. Fleisch nämlich lasse ich jetzt hier drin. Das brauchen wir im Moment nicht. Das alles brauchen wir eigentlich nicht. Das können wir auch noch mitnehmen. Dann können wir nämlich zur Not auch noch das ein bisschen ausbauen. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Und natürlich das. Und den Rest können wir eigentlich... Hier können wir uns jeweils eine von mitnehmen. Dann können wir uns nämlich eine Hunting Rifle noch bauen, falls wir das letzte Teil dann finden sollten. Den restlichen Honey Jar nehmen wir noch mit. Ein bisschen Wasser. Und sonst lasse ich das erstmal hier drin. Ein bisschen was zu essen, damit wir was haben. Und den Rest lasse ich erstmal noch hier drin, falls wir wieder zurückkehren. Wir werden natürlich auch zurückkehren, gar keine Frage. Und dann werden wir, wenn wir hier zurückkehren sollten, ja, ich mache daraus immer so einen kleinen Konjunktiv, dann bauen wir das hier natürlich richtig krass aus hier. Wir werden noch weiter runterbauen, gar keine Frage. Und dann machen wir uns da so ein bisschen gemütlich, weißt du? So, Campfire können wir uns sowieso bauen. Ein Bett sollten wir finden. Wir haben 8 Uhr. Auf geht's. Richtung Stadt. Ich werde da durchgehen wieder und mal gucken, was uns am Ende von dieser Stadt erwartet. Das möchte ich nämlich selber auch gerne wissen. Denn die sah doch ziemlich riesig aus. Müssen wir mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. Und vor allen Dingen, was uns da auch erwartet, weil das ist natürlich auch die große Preisfrage.
Ich habe gar nicht so viel zu erzählen jetzt hier in der Folge. Ich kann euch eigentlich nur erzählen, was in der letzten Folge, in der vorletzten Folge passiert ist. Da haben wir ein bisschen über YouTube geredet und so ein bisschen über die neuen Projekte, die wir so jetzt auf unserem Kanal starten werden. Einfach um das nochmal zu wiederholen. Da habe ich ein neues Projekt angekündigt, und zwar H1Z1, für die Leute, die es nicht gesehen haben. Oder jetzt halt erst auf uns gestoßen sind. Ich werde H1Z1 auf jeden Fall machen, let's playen. Gibt natürlich nur Multiplayer, ist natürlich ein Multiplayer-Survival-Game. Und ich bin halt extremer Fan davon. Und das, was ich bisher gesehen habe und wie sich das Spiel entwickelt, es gibt ja jede Menge Livestreams von diesem Spiel. Also, der Hype ist groß, ich sag euch, das ist schon echt, ne? Und deswegen werde ich es auf jeden Fall spielen. So, was habe ich noch gelabert in der letzten Folge? Genau, die Qualität habe ich angesprochen. Dass wir halt auch uns sehr viel Mühe geben für unsere Videos. Und wir würden uns um jeden einzelnen Abonnenten freuen. Das heißt, wenn du jetzt neu auf unseren Kanal gestoßen bist, wir würden uns sowas von freuen, wenn du uns ein Abo da lässt. Aber du kannst dir natürlich auch vorher die ganzen Videos angucken. Kann ja auch sein, dass du sagst, boah, was ein Schrott, ne? Was macht ihr da eigentlich? Kann aber auch sein, dass du sagst, boah, schnieke Typen, weißt du? Kann alles passieren. Deswegen, ein Blick schadet auf jeden Fall nicht. Wir geben uns sehr viel Mühe. Wir haben beide ein gutes Mikrofon, gute PCs, High-End-PCs, die bestmögliche Qualität rausholen können. Und ja, ich denke, das ist so das, was so ein YouTube-Kanal auch schließlich ausmacht. Boah, diese Ruhe plötzlich. Diese ultra krassen Grillen, die da so kommen immer die ganze Zeit. Ich habe übrigens in der letzten Folge festgestellt, dass der Hintergrund zwar ein bisschen laut geworden ist. Der war am Anfang ein bisschen leise, dann habe ich ein bisschen hochgestellt. Das war wiederum wieder zu laut. Ja, genau. Da habe ich dann auch gemacht. Ich hoffe, der ist jetzt gut. Ich habe ihn nochmal eingestellt. Vernünftig. Eigentlich habe ich gar nichts geändert. Und als ich dann vorhin getestet habe, sagte er mir, ja, ist gut so. Ist gut so. So, jetzt werde ich mal hier ein bisschen den Sledgehammer rauspacken. Wir laufen noch geradeaus, gerade auf so einer Nebenstraße hier. Was ich bisher gesehen habe von H1Z1 jetzt, ist natürlich dieser Loot-Timer. Den kann man hier auch einstellen. Habe ich aber nicht gemacht. Ich hatte schon mal was dazu gesagt. Wenn man schon so Let's Plays macht und Folgen macht, dann ist das natürlich auch alles irgendwie ein bisschen zeitlich begrenzt. Und dann noch immer diese paar Sekunden Loot-Timer. Ah, ist einfach ein bisschen blöd. Und deswegen habe ich ihn auch rausgestellt. Bei H1Z1 jetzt ist es einfach so, dass man ihn ja nicht ausstellen kann. Weil es einfach halt so eingestellt vom Server. Es gibt verschiedene Server-Einstellungen. Ich weiß nicht, ob da ein Loot-Timer irgendwie eine Rolle spielt, ob der immer da ist. Das muss man dann sehen, wenn es dann soweit ist. Und ja, ich freue mich allgemein auch auf dieses Spiel. Das wird echt super. Und es ist auch die Möglichkeit, einfach mit euch zusammenzuspielen, wenn ihr dieses Spiel auch spielen werdet, einfach mal in die Kommentare schreiben. Boah, fuck, was ist denn da los? Was ist denn hier los, Mann? Der hat mir richtig gegeben. Shit, shit, shit. Ich bliede, okay. Deswegen hat es geleckt jetzt gerade. Irgendwie hat es jetzt gerade geleckt. Naja, ganz merkwürdig. Ich glaube, das ist auch immer so, wenn er die neue Map lädt, weil ich jetzt gerade hier
wieder in einen neuen Bereich komme, dann kommt er damit noch nicht so ganz klar. So, ich werde jetzt einfach mal hier durchlaufen. So, jetzt wurde ich gerade natürlich unterbrochen. Natürlich wurde ich unterbrochen. Wo ist denn das Mistviech? Da hinten ist es. Irgendwie. Jetzt hat er getroffen. Kriege ich auch schon wieder Hunger. Na, das geht hier alles gerade ratzefatz, ne? Aber diese Stadt ist auch dermaßen groß. Guckt euch das mal an hier. Da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. So, jetzt wurde ich aber die ganze Zeit unterbrochen. Jetzt nochmal zurück zum Thema. Wenn ihr H1Z1 auch spielen werdet, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und dann wird es sicher mal irgendwann möglich sein, einfach mal zusammen zu zocken. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Der hat immer viel Kohle dabei. Der fängt ja an zu rennen. So. Und der nächste Mistviech. Man kommt hier einfach nicht zur Ruhe. Das ist so witzig. Was macht es denn? Landet es oder was? Gucci, Gucci, Gucci. Komm her. Meine Güte. Jetzt kommt's. Wollt ihr mich verarschen oder was? So, weißt du was? Oh, fuck that shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe doch nicht gerade ernsthaft einen Shotgun gefunden. Oh Gott, wo gehen wir denn jetzt lang? Einfach geradeaus. Also schreibt es in die Kommentare, wenn ihr H1Z1 H1Z1 spielt. Spielen werdet. Dann habe ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal gesagt. Naja. Boah, Leute. So, ich will mal hier was Neues sehen. Ich habe die ganze Zeit nur Ödland und Gras. Gras. Und so eine normale Landschaft gehabt. Ich würde jetzt gerne mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Wüste oder so finden. Wir müssen gleich mal was essen. Warum hat er jetzt nicht getroffen? So, was haben wir jetzt hier? Noch mehr Ödland? Oh, das hat Schnee. Ne, ist auch Ödland. Gibt's da gar nicht. Also irgendwie... Hier will ich aber nicht mein Lager aufschlagen. Das ist so trocken hier, das ist ja unfassbar. So, ich muss mal eben was essen. Ich trinke mal hier so ein bisschen Honig. Ist das denn ein Hund? Das ist ein Hund. Okay, er hat mich. Nein, 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 nein. Ein Airdrop. Jawohl. Okay, ein Schwein im Ödland. Das ist natürlich auch... eine Sache so. Versteht man auch nicht so ganz. So, ich bleede schon wieder. Ich bleede gerade richtig kaputt. Ich hatte Painkillers. Habe ich Painkillers dabei? Habe ich dabei. Ein Antibiotikum hätte ich mal vielleicht mitnehmen sollen. Aber gut. An sowas hätte man natürlich nicht vorher denken müssen. So, hat er was dabei? Guck mal, Painkillers. Perfekt. Es ist hier schon wieder so ein Fliegeviech irgendwo. So, jetzt wollte ich gerade was essen und was trinken nochmal. So, dieses Schäm, das gibt zwar Leben wieder, aber verbraucht extrem viel Wasser. Aber davon haben wir auch noch genug. Also im Moment haben wir noch reichlich an Ressourcen. Bitte Antibiotikum. Yes! Yes! Okay, das werde ich mal eben... dass sie immer kaputt geht sofort.
So, was haben wir jetzt hier? Iron Leg, Schematic. Ein paar Bandages. Können wir zu... wo sind denn die anderen? Okay. So, Antibiotikum haben wir. Dann nehme ich mir direkt mal einen von. Genau. Stones haben wir. Was hat... Sonst war da nicht so... Oh, ganz viel Essen. Sehr gut. So. Oh, warte, erstmal kurz auf die Karte gucken. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Oh, wir gehen mal hier so schräg weiter. Das ist auch ganz gut. Und, ja. Was ich... Was ist das hier eigentlich? Kann man das abbauen? Das würde ich jetzt gerne mal einmal testen. Was das hier ist. Ach, Kohle ist das. Okay, cool. Ach, guck mal, da. Ach, nicht schon wieder so Graslandschaft gedöns. Ach, nö, oder? Oder was ist das? Oh, was ist das denn? Das sieht ja cool aus. Ach geil, wie nennt man das? Das ist, weil, wie das aussieht, das sieht aus wie hier diese Landschaft von World of Warcraft. Weiß ich nicht, kann ich mich noch daran erinnern, als ich das mal gespielt habe. Ist auch schon Ewigkeiten her. Aber das sieht ja ganz cool aus hier. Ja. Gucken, ob wir hier irgendwas finden. So städtemäßig. Weil das habe ich ja natürlich auch noch nie gesehen. Was ist das denn hier? Korn. Ah ne, das riecht. Das wollen wir jetzt noch nicht mitnehmen. Aber hier könnten wir uns eigentlich einen Unterschlupf bauen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so eine verkehrte Idee. Hier sind nur wenige Bäume. Das ist das einzige Problem bei diesem, bei dieser Landschaft hier. Ups. Ja, genau. Aber man kann sich schön in diese Felsen reinbauen. Das ist ganz cool. Was ist das für Geräusche? Ich muss ja sagen, die Hintergrundeffekte, so die Hintergrund... Geräusche, außer diese Grillen, dieses Geflüstere zum Beispiel. Das sind schon coole Sachen. Oh, so, jetzt muss ich mal kurz diesen Nieser hier einmal unterdrücken. Ich habe keine Lust, in der Aufnahme zu niesen. Wäre natürlich jetzt der Hammer. So, ich gehe mal da weiter. Wir haben 14 Uhr, das heißt, wir sollten uns so innerhalb von 1-2 Stunden mal überlegen, wo wir unser Lager aufschlagen für die Nacht. Wie man natürlich bei 9.2 jetzt neu dazu bekommen hat, sind diese Zombie-Despawn-System. Wenn man ein paar Zombies in einem bestimmten Bereich halt tötet, dann spawnen 5 Tage lang keine neuen.